was geht hier gerade ab? Ich glaube, 6 Jahre, meine Tage nicht. Weiß dann einfach, wenn du irgendwas zu essen vor dir siehst, wie viele Kalorien das hat. Doch, ich mache das immer. Oh, hatte ich immer Periodenverlust. Das können wir nicht machen, Esther. Scheiße. Ja, bei mir ist hier so, Essen, so Tortellini oder... Es ist nicht cool, wenn ihr eure Periode nicht habt. Punkt, aus Ende. Also, das ist ein Banger. Hello, Friends, und ganz herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute von uns beiden süßen Mäusen. Wir drehen heute nämlich ein... Ein Mukbang. Keine Ahnung, wie man es nennt. Wir haben hier so ein paar geile Snacks vorbereitet. Bei Esther seht ihr dann Teil 2. Wir drehen jetzt meinen Teil und da drehen wir ihren Teil. Heißt, da kommen nochmal andere Fragen, die wir auch noch beantworten werden. Schaut da sehr gerne vorbei. Verlinke ich euch in der Infobox. Und ich würde sagen, wir werden heute mal ein paar Fragen zu verschiedenen Themen beantworten. Ich habe euch auf Instagram gefragt nach ein paar Fragen. Also schaut auf jeden Fall vorbei, wenn ihr bei solchen Formaten in Zukunft dabei sein wollt. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal, oder? Yes, let's go! Aber das soll ja natürlich nicht nur ein Q&A werden, sondern wir testen auch Food-Neuheiten heute. Deswegen nehmen wir uns jetzt mal so die erste Food-Neuheit, probieren das und gehen dann dabei auf die erste Frage ein. Spannend. Was probieren wir zuerst? Ich glaube, zuerst Schokolade, damit die nicht so weich wird, ne? Hier ja. Drin in der Hitze. Hier ist nämlich eine Brühe drin. Es hat heute 30 Grad oder so, in meinem Auto 32. Wir starten. Ich habe gefunden KitKat Black and White. Also ich kann es nicht. Kennst du ich das? Ich habe selber noch gar nicht gesehen, was du so wirklich geholt hast. Also es stand auch nicht neu drauf, aber ich habe es noch nirgends gesehen. Also nee, ich kenne es auch nicht. Es kann sein, dass es das vor ein paar Jahren oder so schon mal gab, aber nicht aktuell auf jeden Fall. Das ist dann wie so Oreo-mäßig. Ja, wow. Und ich liebe diese KitKat Chunky. Die sind so... Die sind nicht mit Chunky Flavor nicht zu verwechseln. Nein, Spaß. Die sind so richtig geil. Oh mein Gott, das sieht so geil aus. Scheiße, jetzt kommt hier die Sonne hin. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Probieren wir mal. Wow. Wow, schaut mal, die Fichterschaft. Wow. Oh, das schmilzt voll schnell. Also, das ist ein Banger. Eigentlich bin ich nicht so der weiße Schokolade-Fan, aber die Kombination ist echt richtig gut. Ich finde es sogar noch mal besser als das Standard-KitKat. Ist ein Banger. Ist auf jeden Fall Empfehlung. 10 von 10, könnt ihr euch holen. Wir gehen mal auf die erste Frage ein. Wir starten mal soft rein. Wer von euch konsumiert mehr Salz? Oh. Also ich bin ja wirklich Salz-Lover hoch 1000, aber ich muss, glaube ich, zugeben, dass Esther, glaube ich, das Ganze so, nochmal toppt. Ich hatte letzte Woche Geburtstag und ich habe von Laura 1 Kilo Salz geschenkt bekommen. Und bei uns steht auch überall in der Wohnung, egal mein YouTube-Videos, sieht man, dass immer im Hintergrund steht irgendwo Salz. Und, oh mein Gott, okay, ich habe den Beweis. Es gab einen Sonntag und natürlich alle Geschäfte haben zu. Ich konnte kein Salz kaufen, wir hatten keins mehr da. Ich hatte an dem Tag danach 3 Kilo weniger auf der Waage. Einfach nur, weil ich so viel Wasser verloren habe, weil ich so viel weniger Salz, also weil ich halt einfach das Salz weggelassen habe. Ja, okay, ich glaube, die Frage ist eindeutig, die geht an Esther. Aber Laura hat in der Handtasche auch immer Salz dabei. Nee, tatsächlich gar nicht. Nicht mehr? Das war Zufall, dass ich so ein kleines Salzpäckchen noch hatte von der Bäckerei. Aber früher hat sie es immer dabei. Das kann sein, ich muss es auch mal wieder machen. Also ich muss wieder einführen. So kleine Salzpäckchen. Also wie gesagt, KitKat. 10 von 10. Holt euch das. Lecker. Ich habe eine Sache gefunden. Es tut mir leid für die Sonne, mit der habe ich hier nicht gerechnet. Ich wäre nicht ich, wenn ich nicht mindestens ein Koffeinprodukt in diesem Video hätte. Deswegen habe ich einen neuen Energy Drink. Der ist sogar pink. Und zwar der Rockstar in Strawberry Lime Geschmack. Sogar Zero. Zero. Zu eurer Information, wir haben 18 Uhr. Ich hatte auch schon einen Energy gerade am Strand. Ja, das hätte mich jetzt auch nicht gewundert. Aber wir trinken den ja jetzt nicht aus. Wir machen ja jetzt nur das Video. Und es matcht auch einfach zu meinem Outfit, finde ich. Ne? Deswegen probieren wir den jetzt und gehen nochmal auf die nächste Frage ein. Wonach soll der denn schmecken? Nach Strawberry Lime. Okay, mach mir nochmal eine zweite softe Frage zum Einstieg. Wer könnte eher auf Proteinpulver und Proteinriegel verzichten? Also okay. Auf Proteinriegel auf jeden Fall. Ich esse momentan gar keine Proteinriegel. Echt? Seitdem ich im Dezember diesen Magen-Darm-Ding hatte, kann ich die nicht so. Also ich kennt ihr das nicht, dass man so eine Abneigung gegen manche Lebensmittel entwickelt, die man an dem Tag noch gegessen hat? Und bei mir ist das extrem bei Proteinriegeln so, dass mir sofort schlecht wird, wenn ich die schon rieche, weil die so pappsüß ist. Wisst ihr, was ich meine? Ich würde sagen, dann könntest eher du darauf verzichten, wenn man nicht Flexpresso mit reinzählt. Aber es geht ja um Proteinriegel jetzt gerade. Proteinpulver könnte ich aktuell jetzt nicht unbedingt. Ich möchte nicht darauf verzichten. Ich könnte bestimmt. Ich könnte auf jeden Fall. Ich könnte bestimmt, aber ich will nicht. Ja, dann. Weil es erleichtert mir einfach so vieles und schmeckt mir einfach so gut. Also so ein Flexpresso, das ist es einfach. Ja, ich könnte eher auf Proteinriegel verzichten. Probieren wir mal den Rockstar. Willst du zuerst probieren? Ja. Ist schon mal sehr erfrischend. Mm, was ja, sagen schon Sie? Lecker. Ja? Erst mit Kohlensäure. Ja, das ist jeder Energy eigentlich, bis auf die von ESM mit Eistee. Energy ist normalerweise immer mit Kohlensäure. Nee, wusste ich nicht. Doch, finde ich schon lecker. Mm. Ich bin ja eigentlich nicht so Energy-Fan. Oh ja. Aber den finde ich schon gut. Der ist richtig lecker. Der ist sehr erfrischend für den Sommer. Stelle ich mir sehr, sehr geil vor. Ich würde jetzt sagen, mit Eiswürfeln, aber man kippt einen Energy nicht ins Glas. Macht man einfach. Doch, nicht. Ich mache das immer. Esther, nein. Doch, weil mir ein ganzer zu viel ist. Und dann teile ich den mir immer auf 2 Tage auf und kipp dann die eine Hälfte in ein Glas.
Da ist die Tür. Was habe ich als Freundin? So mein zweiter heute. Sie so, ich schaffe nur einen halben am Tag und heb mir den dann auf. Wie kann man sich so Energy aufheben? Ja, das ist mir sonst zwischendurch zu viel. Ah ja, na gut. Das ist aber auf jeden Fall auch eine Empfehlung. Sogar von mir, obwohl ich nicht so Energy-Fan bin. Na gut. Gehen wir mal auf etwas deepere Fragen ein. Wir wollen heute natürlich auch über ein paar ernste Themen mit euch reden. Habt ihr manchmal noch solche Gedanken wie früher, also in Bezug aufs Essen? Schwer zu sagen. Auf jeden Fall keine mehr, von denen ich mich dann leiten lasse. Ja, aber also inwiefern dann? Dann ist das Einzige, dass natürlich, wenn man so lange so zwanghaft getrackt hat und ich meine, ich habe meine Freizeit damit verbracht, irgendwie Nährwertetabellen auswendig zu lernen. Ja, ich habe ein eigenes Buch geführt, wo ich mir alles notiert habe und du kannst es halt einfach nicht komplett dann vergessen. Es ist, als hättest du eine Sprache gelernt und die Vokabeln sind einfach drin. Und manchmal so, du weißt dann einfach, wenn du irgendwas zu essen vor dir siehst, wie viele Kalorien das hat oder du weißt am Ende des Tages, okay, ich hatte ungefähr so und so viele das, dass man überschlägt automatisch im Kopf manchmal. Genau. Und wenn es dann jetzt aber so ist, dass ich dann irgendwie weiß, okay, ich war heute sehr wahrscheinlich in einem krassen Überschuss, weiß ich das zwar, aber dann habe ich jetzt nicht den Gedanken, nicht dass mehr ich kompensieren so. Ja, ja, okay. Sowas. Ja, ist bei mir eigentlich genauso. Also ich habe jetzt auch gerade, seitdem ich mit Millie zusammen wohne, die ist ja wirklich, worauf sie Lust hat, komplett. Also die hat gar keine Ahnung, wie viel sie isst und was sie isst und ihr ist so komplett egal. Deswegen, wir machen zum Beispiel ja so Girls-Abende, wie ihr manchmal auch auf Instagram seht, wo wir einfach so riesen Snackblatt machen mit Baguette, Käse, Aioli und solchen Sachen. Und ich habe keine Ahnung, wie viel ich da esse. Deswegen kann man das auch gar nicht tracken und ich kann es auch nicht mal überschlagen, weil ich wirklich, wir essen da über 2 Stunden verteilt einfach so und snacken diese Sachen. Yeah. Ich kann es bei Laura auf jeden Fall bestätigen, weil man merkt das, glaube ich, krass an sowas wie mal spontan essen gehen. Genau. Und wenn man Laura dann mal fragt, so, ja, willst du mal spontan hier dies und das, so, dann ist sie eigentlich immer dabei. Ja. Und das wäre ja schon so ein krasses Zeichen dafür, dass man da immer noch irgendwie sehr sich von leiten lässt. Ja. Also ja, um es vielleicht mal abschließend zusammenzufassen, es ist auf jeden Fall möglich, trotz dessen, dass man mal so eine Vergangenheit hatte, da einfach wirklich frei zu werden. Also klar, es kann immer mal sein, dass in manchen Situationen einfach so Gedanken aufploppen. Ja. Es geht aber darum, dann richtig mit denen umgehen zu können. Also dass ihr quasi dann im Kopf irgendwelche Mechanismen oder irgendwelche Strategien für euch entwickelt, wie ihr dann mit der Situation umgehen könnt, um diese Gedanken zu ignorieren. Das ist eigentlich so das Ziel. Also Gedanken wird es immer mal wieder geben. Das ist ja auch bei normalen Menschen, die nicht eine Vergangenheit mit einer Essstörung hatten. Die sagen auch, wenn sie an einem Tag richtig reinhauen, sagen so, oh, morgen muss ich mal ein bisschen sanfter machen. So. Aber bei Leuten, die mal eine Essstörung hatten, wird das dann gleich so. Genau, das ist halt das Problem und das sollte halt auch normalisiert werden, dass man einfach mal wieder als normaler Mensch angesehen wird und nicht als diese Krankheit angesehen wird. Das hängt auch einfach viel damit zusammen, dass wir uns einfach heute nicht mehr irgendwie Sprachenlernen, Bubble. Körper definieren. Definieren, genau. Richtig. Und ist uns letztendlich egal. Also, wir nehmen es lieber in Kauf, mal irgendwie ein paar Gramm mehr zuzunehmen. Und ich wiege mich dafür, ja nicht mal. Ich habe ja keine Ahnung. Ja, ich auch nicht. Ich aber so in der Theorie und haben dafür irgendwie einen tollen Urlaub oder einen tollen Abend oder sowas gehabt. Oder sowas, was wir jetzt gerade machen, wäre ja auch nie möglich. Voll geil. Millie meinte vorher so: Also, in Italien, wenn wir in Italien Urlaub haben, möchte ich mindestens 2 Kilo zunehmen durch Pasta essen. Sonst war es kein Italien. Urlaub. Das ist einfach der Vibe. So. Kommen wir mal zum nächsten Produkt. Ich habe was richtig Geiles. Boah, da bin ich richtig gespannt. Ich bin richtig gespannt. Ihr kennt die bestimmt in dem Zimtgeschmack. Und zwar gibt es von Gifler, da gibt es neue Zimtschnecken, aber es sind keine Zimtschnecken, sondern Raspberry, Vanille, Himbeere. Aber ich kenne auch nicht die normalen tatsächlich. Echt nicht? Nee. Boah, die normalen machen so süchtig. Aber das sieht schon so gut aus. Die normalen machen so süchtig, da kannst du nicht mehr aufhören. Riech mal. Es riecht einfach so nach Hefeteig. Boah. Stößchen. Also ich schmecke eigentlich nur den Teig. Ja, ich wollte gerade sagen. Man schmeckt die Füllung nicht wirklich, weil ihr seht, da ist, also ihr seht vielleicht nicht, weil Sonne. Um ehrlich zu sein, hätte ich so ein bisschen mehr erwartet. Mhm. Also man schmeckt halt eigentlich nur dann schmeckt so ein bisschen dieses Erdbeerige raus. Der Teig schmeckt so ein bisschen vanillig einfach so. Zimbeere übrigens. Ach so. Naja. Ja, ist so eine 5 von 10. Also die sind lecker, weil der Teig... Ich habe jetzt echt mehr erwartet. Du musst die Zimtschnecken probieren. Du kannst, also du musst die auch warm machen in der Mikrowelle. Du wirst die Packung auf einmal aufessen, ich verspreche dir. Ist nicht schlecht oder eklig, aber ich würde es euch sagen... Ich würde die jetzt auch nicht kaufen, weil es ist halt wirklich nicht so probierenswert. Machen wir mal weiter mit der nächsten Frage und zücken auch gleich das nächste Produkt. Das war nochmal ein Koffeingetränk. Noch mehr Koffein. Weil Laura und Koffein ist einfach so, das gehört zusammen. Deswegen haben wir noch ein
Cocoa-Wach. Den habe ich generell noch nie getrunken von dieser Marke. Der ist neu. Ich habe es euch abgefilmt im DM, dass der wirklich neu ist mit Karamell. Das ist ein Schokodrink mit viel Koffein. Ich dachte, das ist ja gar viel Protein. Oh, das ist ja gar kein Kaffee. Das ist ja ein Schokodrink. Ja gut, dann ist es ein Schokodrink. Auch nicht schlimm. Und wir gehen mal auf die nächste Frage ein. Hattest du mal oder hattet ihr mal Periodenverlust? Ja. Halt bei uns beiden, denke ich, also aufgrund der Folgen der Unterernährung. Bei mir waren es knapp 5 Jahre oder so, die ich meine Periode dann nicht mehr hatte. Und anfangs dachte ich mir, boah, ja, ist ja ganz cool so, ne? Muss ich keine Unterleibschmerzen mehr haben und so weiter und so fort. Aber ich denke, was viele da halt eben auch nicht wissen, dass mit Ausbleiben der Periode nochmal so viel mehr einhergeht, als einfach nur nicht mehr zu bluten. Ich weiß nicht mehr die genaue Zahl, aber mit jedem Jahr, welches ihr eure Periode nicht mehr habt, steigt euer Risiko, ich meine, um 6% für Osteoporose und Knochenbrüche. Ja. Und man kann es sich tatsächlich wirklich so, also man kann es wirklich so weit treiben, dass die Periode für immer weg bleibt. Ja. Bleibt. Genau, man wird quasi auch unfruchtbar. Genau. Also man kann keine Kinder mehr kriegen. Einfach, weil man nicht genug isst. Das ist einfach so dumm. Also vielleicht denkt ihr euch jetzt, ja okay, jetzt bin ich, weiß ich nicht, 18. Werden wir gleich reinfahren? Aber ist gut, dann haben wir besser. Oh mein Gott, das Licht ist so viel besser. Kann der da stehen bleiben? Nein! Es tut mir leid. Also ich habe da mit der Sonne jetzt hier nicht gerechnet, wirklich. Genau, also wenn ihr jetzt irgendwie 18 seid oder so, ne, ich bin 18, so jetzt will ich eh keine Familie gründen. So, ja, wenn es dann soweit ist, dann esse ich halt wieder. Aber nee, man kann es wirklich so weit treiben, dass es dann halt irgendwann einfach zu spät ist. Ja, probieren wir mal kurz, dann gehe ich nochmal auf die Frage ein. Ja, geil. Das ist dann wie so ein Kakao mit Karamell, oder was? Boah, schmeckt einfach nach Karamellmilch. Schmeckt nach Karamellmilch. Schmeckt nicht mal nach Kakao. Ah, mit weißer Schokolade. Tränk aus teilentrahmter Milch mit weißer Schokolade, natürlichen Karamellaroma und Guarana. Ultra hoch erhitzt. Ach so, das ist, warte, mit das Koffein, quasi, aber kein... Das ist Guarana-Koffein. Ach so, okay. Ja, das schmeckt richtig geil. Also, wenn das schmeckt richtig wie so, kalt wäre, dann wäre das geil. Du musst das mal wie so ein Frappuccino zubereiten. Also das mit Eiswürfeln in den Mixer geben und dann so aufmixen wie so ein Frappuccino. Das kommt richtig geil. Also das, wenn es kalt ist, dann ist es schon... Also das schon eine 9 von 10. Fall eine Empfehlung. Schon eine 9 von 10 auf jeden Fall. Also ich hatte ja auch, glaube ich, 6 Jahre meine Tage nicht. Ah, echt? Und ich war von 15 bis 21. Und mit 21 hatte ich die, glaube ich, auch nur, genau, mit 21 hatte ich die aber, glaube ich, auch nur 2-mal im Jahr. Und mit 22 hatte ich sie erst wieder relativ regelmäßig. Stimmt, und mit 23 gerade kennengelernt. Genau, mit 23 hatte ich sie dann richtig regelmäßig. Aber mit 21, 22 hat sich so langsam angebahnt. 22 ist es dann erst so, also mit 23 ist es erst so richtig wiedergekommen. Heißt, ich habe sie jetzt eigentlich auch erst anderthalb, zwei Jahre so richtig. Stimmt, ich weiß noch, als wir waren Pizza essen, hast du mir das erzählt. Ja, oh mein Gott. Ja, aber ich habe dann auch erst gemerkt, ich hatte auch wirklich die Hoffnung aufgegeben. Also ich dachte nicht, dass ich sie wiederbekomme, muss ich euch ehrlich sagen. Ich habe auch gar nicht mehr so damit gerechnet. Und dann kam das so an einem Sonntag natürlich, ne? Also an einem Sonntag, klar, weil ich nichts zu Hause hatte, kam das dann einfach und ich war so, was geht hier gerade ab? Aber ich glaube, das lag daran, da war gerade der Lockdown kurz vorher und ich habe halt wirklich monatelang keinen Sport gemacht. Ja, ich glaub, das war bei mir auch. Ich habe damals exzessives Cardio gemacht, wirklich jeden Tag 3 Stunden. Mhm. Und das habe ich dann von jetzt auf gleich gestrichen. Also, Leute, ganz kurz zum Ende wegen dem Periodenthema. Es ist nicht cool, wenn ihr eure Periode nicht habt. Punkt aus Ende. Es ist nicht cool und es ist nicht gut und es hat Langzeitruhe. Es hat langfristige Folgen und die sollte man eigentlich vermeiden, weil das ist echt nicht so praktisch. Nee, also wenn man als Frau seine Periode nicht hat, das ist schon ein gewaltiges Warnzeichen. Ja, ich muss mich mal wieder hochpumpen. Okay, machen wir weiter mit der nächsten Frage. Es ist so heiß hier, Leute, ich kann nicht mehr. Wir machen jetzt mal so kurze, knackige Fragen. Kurze, knackige Fragen? Lieblingssänger, Sängerin? Laura. Ja, meine Liebling, also ich würde schon sagen Adele. Also Adele echt? War live so krass. Ey, diese Frau ist so, boah, ich komme darauf nicht klar, wie sie live auf 10 Shows so krass gut singen kann. Und es hat in Strömen geregnet und gewittert und geblitzt. Und sie hat, boah, diese Frau ist einfach auch so cool drauf, ne? Die hat einfach New Balance Sneaker auf so ein teures Designerkleid angezogen, weil sie nicht mehr laufen konnte auf ihren hohen Schuhen. Sympathisch. Ja, die ist so eine Süße und die ist so krass. Also wirklich, das ist so eine, oh, so eine Herzensperson. Ich glaube, ich mache mich richtig unsympathisch, aber ich höre generell so wenig Musik, auch im Training nicht. Stimmt, du hörst Musik. Ja immer, oh, ja. Das könnte ich ja gar nicht. Was so, jetzt immer so von Leuten, die es schon gibt, deine Lieblingssängerin? Oh, nee, kann ich echt nicht sagen. Nee. Ja, ich finde zum Beispiel, fand eine Zeit lang Sia richtig gut. Ja, unsere Autofahrten. Ja. Dann probieren wir mal kurz ein neues Produkt. Ich sag's schon mal vorher, ja, da ist ein Zeus-Haar dran. Es ist Smarty-Schokolade, es ist aber schon quasi sehr flüssige Smarty-Schokolade. Ist ein Smarty-Drink geworden. Ist ein Smarty Drink geworden. Ich versuche das jetzt mal irgendwie. Aber vielleicht besser, dass wir nicht so mit den Händen, sondern dass wir einfach so abbeißen. Ja, ich glaube es auch. Also ich muss ja sagen, ich habe als Kind gar nicht so. Ich krieg's nicht mal auf, ne? Weil eigentlich macht man das hier so. Oh, scheiße, die ist richtig. Das
können wir nicht machen, Esther. Scheiße, warte, die ist komplett weich. Oh mein Gott. Wir müssen ein anderes Produkt nehmen. Haben wir auch eine Schokolade so, ne? Ja, wir haben noch die andere, aber die wird halt genauso weich sein. Nee, die ist... Nee, dann lass ich sie nehmen. Wir probieren eine andere Schokolade, weil die andere ist flüssig. Die ist sehr... Also die ist auch neu. Funky Lemon. Die hat Esther nämlich gekauft. Funky Lemon! Probieren wir die. Und ich mag ja gar keine Zitrone. Das Einzige, echt? Wo ich Zitrone wenn die so dran nach, mag, ist Kronkuchen. Ja, und wenn die nach... Ich wollte gerade sagen, hoffentlich schmeckt die nach deswegen Zitronenkuchen. Deswegen habe ich das gekauft, in der Hoffnung. Wollte der Zitrone noch mal eine Chance geben. Aber da müssen wir trotzdem auch abbeißen, weil ja. Die ist auch weich. Ui. Leute, damit ihr mal seht, wie heiß es heute draußen ist, die ist halt wirklich komplett weich. Aber wir probieren. Nicht gut. Ich habe Finger Schokolade. Ich finde es geil. Schmeckt erstmal nur nach Zitrone und gar nicht nach Schokolade. Boah, das ist schon gut. Ich finde es schon sehr lecker. Doch, also die kann man sich auf jeden Fall kaufen. Am besten natürlich aus dem Kühlschrank. Wobei, wenn die warm ist, entfaltet sich eigentlich erst der richtige Geschmack. Ja. Aber nee, ich brauche es trotzdem. Boah, das ist schon lecker. Das würde ich mir nochmal holen. Ja, also bei den anderen, war ich ehrlich, würde ich mir nicht kaufen. Ja. Aber das würde ich kaufen. Tatsächlich. Ich hätte gerne die Smarty-Schokolade probiert. Nein, vielleicht, wenn man die einfriert, nochmal zu Hause. Ja, halt wirklich. Ich will es nicht machen, weil dann gehen wir auf die nächste Frage ein. Und zwar. Lieblingsessen, boah. Ich weiß es bei dir. Kartoffeln! Yeah. Laura hat mir also neben Salz hat sie mir auch Kartoffeln zum Geburtstag geschenkt. Ja, krieg ich dann Energy zum Geburtstag. Ja, Kartoffeln, aber ich finde es schwierig zu sagen, das ist so mein Lieblingsessen. Ich liebe schon Kartoffeln. Ich mag auch vieles gerne. Ich liebe Pizza, aber ich liebe auch Nudelauflauf und Lasagne und sowas. Deswegen mache ich solche Fragen nicht. Es wäre einfach für mich zu beantworten, was ich an Essen nicht mag. Habe ich leider nicht bekommen, die Frage. Sag mal ein Essen, was du nicht magst. Thunfisch. Echt? Ich blende euch nur eine Szene vom vorletzten Video ein oder vorvorletzten. Boah! Es riecht wie Katzenfutter. Wie kann man das essen? Also. Krass. Ja, stimmt. Aber ist es wirklich so, dass du es wirklich so. Ja, genau so. Deswegen konnte ich auch nur so ein Viertel Ding essen und konnte nicht weiter essen, ohne mich zu übergeben. Das wusste ich nicht. Okay. Ja, bei mir ist dieses Essen so Tortellini oder Maultaschen. Was? Ja, ich krieg wirklich. Was? Ich habe mich einmal fast übergeben, allein vom Geruch. Warum? Alleine vom Geruch. Ich find's so. Ich liebe Nudeln, aber ich weiß nicht, ich finde das einfach so eklig. Es gibt nicht viel, was ich nicht mag, aber da wird mir wirklich schlecht. Also, wir fassen mal zusammen. Sie trinkt einen halben Energy am Tag und sie mag keine Tortellini und keine Maultäschle. Maultäschle. Ist das sächsisch? Nein, das ist schwäbisch. Hey, woher kannst du das? Von meiner Mama. Ach so, sag mal was. Ich gehe den Buckeln unter. Nochmal. Ich gehe den Buckeln unter. Ich gehe den Berg herunter? Ja. Sprachen lernen, Bubble. Ich will eigentlich so wirklich das raustrinken. Warte, ich habe die jetzt aufgemacht. Die ist halt wirklich komplett flüssig. Wenn ich machen, Esther. Scheiße. Laura will's wissen. Oh mein Gott. Ah, das ist auch so mit weißer Schokolade. Ja, ja. Und da sind Smarties drin. Das glaube ich nicht die Konsistenz, die ihr zu erwarten habt, wenn ihr dieses Produkt kauft. Boah, wir hätten hier jetzt Früchte dabei. Dann könnten wir die so reindippen, die Früchte, weißt du? Ja, nichts krass weltbewegendes so, ne? Aber kann man schon machen. Wir kommen jetzt mal zur letzten Frage. Ich weiß, das Licht wird immer katastrophaler. Vielleicht ist es besser so, dann sieht man nicht, wie schlimm ich gerade aussehe. Kommen wir mal zur letzten Frage. Und zwar, wann hattet ihr nach der ES euer Hunger und vor allem Sättigungsgefühl wieder? Es hat sehr lange gedauert. Wir probieren dabei noch ein neues Produkt. Und zwar die Haferkraft-Cornis mit... Boah, das stelle ich mir nicht so lecker echt vor. Echt nicht, weil das ist ja gesüßt, der Skier. Mm, okay. Der ist ja nicht so Skier, sondern der ist süß. Okay. Skier. ja, wann hatten wir unser Hunger- und Sättigungsgefühl? Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, bei mir hat das sehr lange gedauert. Bei mir hat das sehr, sehr lange gedauert. Also ich war schon im Normalgewicht, ich hatte auch schon wieder einen normalen Körperfettanteil. Es war immer noch nicht da. Ich hatte halt auch damals krasse Probleme mit High-Volume-Food. Ich auch. Und habe halt versucht, mich die ganze Zeit vollzustopfen mit noch mehr Nahrung und wurde immer noch nicht satt. Ja, ich habe aber komplett, also ich habe einfach immer irgendeinen Makronährstoff vernachlässigt. So zum ich Beispiel dann Fett. Die Fette. Aber genau. Unbeabsichtigt, ich habe es gar nicht gemerkt. Und Fette sind halt so, also aus vielen Gründen super wichtig, aber vor allem, was das Thema Hungersättigungsgefühl angeht. So, und natürlich, wenn man dann fast gar keine Fette zu sich nimmt, auch für die Periode. Ja, das auch, aber auch Thema Körperfettanteil. Richtig spannend. Es gibt ein Hormon, ich meine Leptin oder so. Mhm, kann das sein. Ist halt irgendwie für Thema Hungersättigungsgefühl zuständig. Ja, das ist und es, das glaub wird ich. In euren Fettzellen produziert. So, wenn ihr jetzt so einen krass niedrigen Körperfettanteil habt, versteht ihr den Zusammenhang, dann kann dieses Hormon nicht ausreichend produziert werden, was zuständig ist für Hungersättigung. Das heißt, es wurde auch immer besser und besser, je mehr ich halt zugenommen habe und einen gesunden Körperfettanteil erreicht habe und abschließend bei mir, als ich
mich ausgewogen ernährt habe und kein Makronährstoff mehr vernachlässigt habe, nicht mehr gefastet habe, den ganzen Tag dann erst irgendwann nachmittags gegessen habe, wirklich Fette zu integriert habe, Kohlenhydrate. Ja, und als ich dann halt eben Fette erhöht habe und all das berücksichtigt habe, wurde ich dann halt auch endlich mal von kleineren Mengen satt und musste mich nicht mehr mit Unmengen an Volumen essen stopfen. Ja, ist bei mir ziemlich ähnlich. Also bei mir waren es auch mal die Fette, die ich vernachlässigt habe, aber wirklich auch nicht mit Absicht in einer bestimmten Zeit, weil mir war schon immer irgendwie klar, dass das jetzt nicht an einem bestimmten Makronährstoff liegt, dass man, ob man jetzt Fett zunimmt oder Muskeln. Das war mir Gott sei Dank schon relativ früh klar, deswegen habe ich da jetzt nie so direkt drauf geachtet, dass ich möglichst wenig Fett esse. Also es kam einfach so, weil ich einfach so ein paar Fettquellen einfach auch nicht so in meiner alltäglichen Ernährung habe und nicht so Bock drauf habe. Genau, ich habe jetzt zum Beispiel auch nicht Bock, jeden Tag ein Avocado zu kaufen, oder ich habe nicht Bock, jeden Tag Eier zu essen oder... Aber Nussmus oder so? Habe ich auch gar nicht. Aber ist das heute immer noch so, dass dir eher, wenn du nicht drauf achten würdest... Also bei mir ist dadurch, dass ich so viel auswärts esse, komme ich halt sehr einfach auf meine Fette. Käse! Genau, und durch Käse und unsere Snackplatten. Ich glaube, Lauras Hauptfettnahrungsfett ist Käse. Ist Käse. Ja. Probieren das Corny. So sieht das aus. Ihr seht wahrscheinlich gar nichts, weil es ist minimal hell. Es ist auf jeden Fall so eine Haferschicht, über eine Haferschicht mit Skia-Creme dazwischen. Ich muss das hier wieder runterziehen. Das ist einfach Skier pur. Ein bisschen gesüßt, aber sehr dezent auch. Nee, würde ich mir nicht kaufen. Ich meine auch nicht. Schmeckt eigentlich auch nur nach Haferriegel. Also ich schmecke den Skier auch nur beim Abbeißen kurz raus und dann nicht mehr. Aber ich glaube, Leute, die so richtig, wirklich, richtig natürliche Sachen mögen, die so richtig so den Eigengeschmack von Lebensmitteln mögen. Die mögen das. Und nicht so kaputt sind wie wir mit unseren... Nein, Spaß, aber ich weiß nicht, das ist mir einfach irgendwie... Schmeckt halt nach Hafer. Ja, schmeckt nach Haferriegel mit nach ein bisschen Hafer Zucker. Und ein bisschen, schmeckt mir so ein bisschen würde ich mir nicht nochmal kaufen. Also kann man gut vielleicht mitnehmen als Snack so zur Arbeit oder so, wenn man irgendwas haben möchte. Was weiß nicht, Eiweiß haben wenigstens 4 Gramm Protein ist jetzt auch nicht so krass. Ich wollte gerade sagen, vielleicht, aber, dass ihr wenigstens damit eure Ballaststoffe Die sind ohne könnt. Zuckerzusatz. Nur 1,1 Gramm Zucker ist dafür. Süßungsmittel ist drin. Okay, trinken ihr übrigens die ganze Zeit den Energy noch, obwohl wir 19 Uhr haben. Den Durstlöscher, den haben wir in Esters Video probiert. Schaut da sehr gerne auch vorbei. Und ich würde auch sagen, dass wenn wir hiermit am Ende des Videos sind, wir gehen hier nämlich wirklich ein im Auto. Meine Kamera ist gleich wieder überhitzt. Und ich glaube, wir haben auch wirklich ausreichend gelabert. Ja, das nächste Mukbang drehen wir erst, wenn es ein bisschen kühler ist wieder, weil das hält man hier nicht auf. Genau. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben, natürlich ein Abo da nicht vergessen. Schaut auf jeden Fall bei Esther vorbei. Ich verlinke es euch, wie gesagt, in der Infobox, den Teil 2. Ich verlinke ihn euch auch in der Endcard hier, die jetzt danach kommt. Und schaut gerne auf Instagram bei uns beiden vorbei, blende ich euch hier unten irgendwo ein. Für Daily Stuff, Daily Live Updates exklusiven Content. Nein, Spaß. Genau. Und wenn euch das Format gefallen hat, dann lasst es mich gerne wissen, wenn wir mehr davon drehen sollen. Ja. Und schreibt mir sonst auch gerne auf Instagram immer Fragen, die ich in solche Videos einbauen kann. Das wäre super. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.